Schönen guten Tag, ich bin einer der beiden Gründer der Internetseite Abgeordnetenwatch.de. Und Abgeordnetenwatch.de ist eine Internetseite, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Politiker direkt befragen können. Wir schaffen Transparenz und Beteiligung in der Politik. Gerade in den letzten Tagen haben wir für sehr viel Aufsehen gesorgt. Alles um die Nebeneinkünfte von Per Steinbrück zum Beispiel offengelegt, aber auch eine Debatte angestoßen, um Abgeordnetenbestechung in Deutschland endlich strafbar zu machen. Wir betreiben Abgeordnetenwatch.de mittlerweile seit 8 Jahren fast, 2004 gestartet und haben bislang die Seite immer komplett selbst entwickelt. Das heißt, Abgeordnetenwatch.de ist eine Eigenentwicklung. Nun wollen wir uns ein bisschen professionalisieren und haben seit fast einem Jahr arbeiten wir an einem Relaunch, um die Seite internationaler zu machen, aber auch gleichzeitig stabiler zu machen. Wir wollen vor allen Dingen unsere Eigenentwicklung Open Source legen und auch internationale Projekte stärker einbinden. Beispielsweise haben wir Partner in Tunesien, in Irland, in Luxemburg, auch in Österreich. Und wir haben mittlerweile schon alles soweit entwickelt. Wir haben das Design dabei. Wir haben einen Teil der Core-Entwicklung gemacht bei Drupal. Aber gerade jetzt im Endspurt sehen wir, dass es doch teurer wird als erwartet, wie das beim Relaunch oftmals so ist. Man plant ein Budget ein und am Ende stellt man fest, dass es nicht reicht. Und deswegen bitten wir euch heute um eure Unterstützung. Es fehlen insgesamt noch 7.500 €. Und wir wollen jetzt mal den Weg über die Startnext-Community nehmen und hoffen, dass ihr dort aushelfen könnt. Und wir haben auch ein paar kleine Dankeschöns vorbereitet. Also beispielsweise, wer bei uns 25 € spendet, der kommt in diesen Jahresbericht. Dort führen wir alle Ausgaben auf, die wir haben und alle Einnahmen, sodass die Transparenz, die wir von Politikern fordern, natürlich auch für uns gilt. Und für alle 50 € Spender haben wir unsere Transparenztasse vorbereitet. Die ist sehr, sehr beliebt. Die wird öfter mal angeboten, wenn neue Fördermitglieder dazukommen. Aber in diesem Fall ist sie allen Spendern für 50 € vorbehalten. Also, liebe Leute von Startnext, wir hoffen, dass ihr dabei seid. Lasst uns nicht jetzt im Endspurt scheitern. Und vielleicht können wir euch im nächsten Jahr, im Januar oder Februar, dann schon mit dem Relaunch überraschen. Vielen Dank für eure Unterstützung.